Howdy, welcome to Beef Jerky. Wollt ihr sehen, wie wir das gemacht haben? Auf, willkommen. Jo, und jetzt mal hier die Zutatenliste. Seid nicht überrascht, das ist ein Haufe Zeug. Ja, so mache ich mal Beef Jerky. An der Neut mache ich hier Beef Jerky anders. Nicht erschrecke. Es sind fette Zutaten. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich habe viel ausprobiert in den letzten paar Jahren. Und jo, das ist bei mir hängen geblieben, als was der Leute am besten schmeckt. Also wir haben hier Knoblauch, Rohrzucker, Salz, Ingwer, Cajun, mein geliebter Mayunga-Pfeffer, Sojasauce, Worcester Soße, ein Bauernwein, Ananassaft, Balsamico-Essig, Chilis, Zwiebelpulver und da ich kein Samba Oleg mehr daheim habe, nehme ich heute mal so eine Thai Curry Pasta. Ich fange mal mit der Sojasauce an. Für die 10 Kilo Rouladen ...1,5 Liter Sojasauce. Ach, wisst ihr was? Die Mengeangabe, die könnt ihr ohne in die Infobox nachlesen. Ich sage euch nur, was ich neu mache. Dann kommen die Worcester Soße. Ah, geht mal ein bisschen. Dann kommt der Ananassaft. Dann kommt der Bauernrotwein. Und zum Schluss von der flüssigen Sache noch der Balsamico-Essig. So. Dann kommen noch die Gewürze. Die tue ich aber erstmal im Mixer mit ein bisschen von der Flüssigkeit erstmal auflösen und vermischen. Dann sehen wir uns wieder. So, die Gewürze mal gut durchgemischt und rein zum Rest. Hier haben wir 2x5 Kilo Roulade. Ich habe Messer von meinem Metzger auf 12 mm schneiden lassen. Normalerweise werden so Roulade, wo du im Supermarkt beim Metzger wie auch immer kriegst, ist scheinbar Standard, habe ich mir sagen lassen, auf 8 mm geschnitten. Ich habe Messer auf 12 mm schneiden lassen. Eil die Weil. Ist natürlich bei Kilo weniger, bei den 10 Kilo weniger Rouladescheiben habe. Dementsprechend weniger Platz im Dämpfer, im Dörrgerät, werdet ihr dann schon sehen, weniger Platz braucht. Bedeutet nicht, die einen machen es richtig, ich mache es falsch, die anderen machen es richtig. Jeder hat so seine eigene Idee. Ich bin halt ein fauler Mensch. Und warum soll ich da 100 Mal was machen, wenn ich es auch mit 75 Mal machen kann? Jetzt werden die einzelnen Rouladescheiben zum Borden geschickt. Ich muss ehrlich sagen, das ist die Arbeit, die mir am wenigsten Spaß macht bei der ganzen Geschichte. Aber gut, muss gemacht werden. Die Rouladescheibe einzeln rausnehmen. Und seht ihr mal, also das sind schon ein bisschen dickere Sachen. Ihr werdet zum Schluss sehen, es hat auch seinen Sinn, warum ich das mache. Außer im Platzbedarf. Ach, vom Bissverhalten so. Okay, Roulade rein. Und die nächste. Jetzt werden die Roulade, ihr seht, nochmal durchgeknetet. Jetzt mache ich eine Ruhe ohne Aufnahme, dass ich da auch mal nicht schräg halten muss. Gut. Die werden dann in der Stunde einmal komplett in den anderen Arme, oben nach unten, nochmal umgeschichtet. Deckel drauf. Meier
habe ich ja mal Beef Brisket für meinen Kumpel zum Geburtstag zu machen. Komme ich nicht dazu, macht doch nichts. Am Samstag geht es dann weiter mit dem Video, beziehungsweise nicht mit dem Video, sondern am Freitag werde ich sie dann rausholen aus dem Kühlschrank. Dann ist abgetrocknet, getrocknet und anschließend noch ein bisschen gesmoked, geschnitten, verpackt. Seht ihr alles, na, Samstag oder Sonntag, welches mache. My Lady hat natürlich gesagt, oh, so eine schöne Roulade. Gut, gibt zum Abend diese Roulade. Eine Roulade habe ich dann hinterher nochmal rausgefischt. Einfach mal zum Test. Die ist auch nochmal kurz geschwenkt in diese Marinade. Und für mein Chassis eine Pur. Wie wir die machen, weiß ich nicht, ob ich das mit in das Beef Jerky Video neu packe oder extra Video draus mache. Absagt, ich habe es das erste Mal gezeigt. Wir sehen uns später, beziehungsweise dann am Samstag. Test jetzt nochmal zum Zusammenrollen. Seht mir die Hände. Okay. Unsere Roulade mal belegt. Hier der Elfi hier. Hier mal mit der Beef Jerky Marinade. Was da alles drauf ist. Jeder möchte es anders. Darum geht es überhaupt nicht. Wir rollen es jetzt erstmal zusammen. Das ist der Rollfix, den habe ich mir letztes Jahr mal besorgt. Ich finde das Ding einfach genial für Roulade. Rollfix, Rouladenfix. Wird noch Videos von geben, da könnt ihr geile gefüllte Steaks und sonst was mitmachen. Easy enough, wenn die Amis sagen, das Teil irgendwie hinein. Wir sollen vorher gucken, dass er einige Maße von der Größe her, die so rollt, dass er reinpasst. Das messe 2-3 Mal und dann hast du den Trick raus. So, man kann sie zubinden oder auch nicht. Und dann kommt der Trick. Hey, ist das nicht geil? Chip, Runde, Messe, Vorführeffekt. Ab und zu mal gucken, ob das auch noch richtig alles im Bild ist. Aber ich denke mir ganz sicher, hey, flutscht gerade so neu. Hochziehen, zubinden, habe ich jetzt beim Filmen keinen Bock zu. Und drücken, rausziehen. Oh, das bisschen nehmen wir mit ab. Uah, ihr seht, es ist richtig fest. So, und schon machen wir unsere Roulade hier. Und schon haben wir unsere Roulade hier. Kann man auch ein bisschen drehen. Zubinden oder auch nicht. Das lassen wir gerade so. So. Wunderbar, schnell gebunden. Das mit der Spieße und mit dem Sammelbin und so. Grobmotoriker, der ich bin. Und kein Bock. Fauler Hund. Ist doch geil, oder? Okay. Die gibt es zum Abendessen. Ist ein ganz anderes Thema. Gehört eigentlich auch nicht zum Beef Jerky, aber da wir jetzt eh Roulade gemacht haben, habe ich mir gedacht, ich stelle euch das Teil mal vor. Ich finde es einfach genial. Okay. Wir sehen uns dann, denke ich, beim Beef Jerky wieder. So, jetzt hängen wir mal die Rouladenscheibe auf. Die waren jetzt 2 Tage lang. Sind im Kühlschrank mariniert worden. Zack. Immer ein Doppelsteg, also einen Steg freilassen. Ich werde 2 Stege hängen, so ich sage. Ihr seht, tropfnass hier aufgehängt. Deswegen GN-Behälter enthieven, dann GN-Rost und dann geht es. Ratz, Fatz. Wie gesagt, immer zwischendrin freilassen, dass die Luft kurz herkriegen kann.
Also es sind schon Matz Abrade, ne? Muss man schon sagen. Vorführeffekt. Er hat dies ja noch kein Beef Jerky gemacht, letztes Jahr jede Menge. So, dann müssen wir halt einfach mal schauen, von der Größe her, manchmal war es 2 oder 3 nebeneinander, die sollten sich halt hier nicht berühren und hier in der Mitte nicht berühren, dass halt die Luft richtig zirkulieren kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Roulade sind drauf, hätte ich ausrechnen können. Manchmal ist man so blöd. So, die Geschichte einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde hängen lassen. Dann sind die Außen schon so weit abgetropft, dass man keine Sauerei mehr möchte. Und dann kommen sie halt in der Automat. Jetzt hängen sie zum Trocknen, zum Dörren im Kombidämpfer. 27 Roulade hat es gegeben aus den 10 Kilo. Die Einstellung für das Teil jetzt, ich hoffe man sieht es, klar, 0% Luftfeuchtigkeit, 55 Grad, Dauer halt, mal gucken, wie lange es dauert, 55 Grad, sage ich nachher im Abspann auch noch was dazu, ähnlich wie bei Steaks, Eiweiß denaturiert und so weiter und so fort. Ich starte die Geschichte mal jetzt, wir haben jetzt, wo ist die Uhrzeit, 12.51 Uhr, also 1 Uhr. Ich denke mal, so um 7, 8 Uhr muss fertig sein. Und wie wissen wir, wollen sie trocken sind, soll die auch nicht zu trocken sein. Was haben wir denn da Schönes? Ihr werdet es nicht glauben. Ein Holzfeuchtigkeitsmesser. Ja und, was für Holz geht, wird auf ihr Beef Jerky auch gehen. Gucken wir doch einfach mal. Restfeuchte. Ah. Ja. Also ich denke mal über 50%, über 54% ist ja auch logisch, 20 Grad hat das Fleisch. Ja, dann messen es nachher wieder. Ist das nicht ein geiler Trick? Weiter geht's mit Beef Jerky. Mal einen Kirschrauch, Sparbrand angezündet vom Smoker. Das ist im Moment die Hälfte der Charge. Das waren mal 5 Kilo Roulade. Ganz trocken sind sie noch nicht. Aber die Hälfte wollte ich mal in Kirschrauch räuchern. Saudrig. So. Schön Transport. Wir haben nämlich im Moment den Kasten da. So, siehst du das, Leute? Die Kamerade. Deckel zu und dann nochmal eine halbe Stunde im Kirschrauch lassen. So, aus den 10 Kilo Roulade sind 4 Kilo Beef Jerky übrig geblieben. Die schneiden wir halt jetzt mal. Klar, das geht nicht ganz so einfach wie die frische Rohroulade, aber keine dreckige Hände, keine Sauerei. Hat ja auch seinen Vorteil. Ja, also Wässer, der Wiegeschnitt, Vorführeffekt. Mal gucken, wie die Roulade liegt. Geht also doch relativ einfach, wenn man mal den Trickhaus hat. Das wird jetzt wahrscheinlich so eine halbe Stunde dauern, um die 4 Kilo zu schneiden. Ich hole euch dann wieder dazu und dann. Leute, ein bisschen probieren müssen wir immer, ne? Seht ihr das? Okay. Wir sehen uns dann zum Outro, zum Abschied. Okay. Ja. So, kommen wir mal zum Fazit von der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt alles fertig geschnitten. War zwischendrin noch über bei meinem Freund, bei meinem Friseur, beim Seid. Danke. So, es hat jetzt insgesamt, wie gesagt, 70 Stunden gedauert. Kann jeder für sich selber entscheiden, auf wie viel Grad er trocknet. Hab's euch am Anfang ja gezeigt, ich trockne das Beef Jerky am liebsten so auf 55 Grad Maximum.
Eiweiß denaturiert, sind wir beim Steak ab 55, 56, 57 Grad aufwärts, wird sie dann done, well done und hinher, also sprich grau. Das ist nicht nur eine Farbe, das sieht man beim Beef Jerky hier gar nicht. Es geht einfach ums Hapting, wie man es nennt, also ums Bissverhalten. Wenn ich es mit so hohen Temperaturen getrocknet habe, früher in der Anfangszeit, learning by doing, hatte ich irgendwie so ein brösliches Gefühl. Klar, du kannst mit hoher Temperatur trocknen, aber dafür halt nicht ganz so trocken machen. Funktioniert alles, bloß hält sich dann halt auch nicht so lange. Und da kannst du es wirklich ziemlich runter trocknen und hast anschließend, erklärweise für jemanden, der noch nie Beef Jerky gegessen hat, das ist kein Kaugummi. Nicht in den Mund und wenn du gute Zähne hast, kannst du es machen, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Hustengutze ist kein Kaugummi und Kaugummi ist auch Hustengutze. Und die Cowboys früher mit dem Kautabak ab in die Bagger beim Beef Jerky, das dauert ein paar Sekunden, maximal eine Minute und dann hast du über deinen Mundspalten, hast das Eigespeichel, nennt man das. Dann wird es auch einmal saftig, da kommen die ganzen Aromen raus. Das ist was, wo du halt genießt. So ein Pocket Beef Jerky, 2, 3, 4, 5 Minuten. Nicht wie die Erdnüsse, neu. Nach 10 Sekunden hast du so ein Brambus wie bei Chips und musst wieder ausspucken. Also Beef Jerky essen muss gelernt sein. Wäre zu viel, wäre viel gesagt. Gut, vakuumiert ist das Zeug bei Zimmertemperatur vorneweg immer ein paar Wochen haltbar. Sag ich, eine Erfahrung. Also ich bin nicht vom Lebensmittelamt und nicht nachmachen. Ich sage, was ich mache, ihr müsst es nicht machen. Aber das hält überhaupt nicht so lang. Weil wenn du es da hast, ab in der Schraubglas, abends im Fernsehen gucken oder so, aber nicht jeder langt da mit seinen dreckigen Fingern rein, dann schimmelt es auch oder geht über. Ne? Vakuumiert und im Kühlschrank, nach einem halben Jahr keinen Geschmacksunterschied gemerkt. Wie gesagt, das ist meine Erfahrung und nicht hier eine macht er so und so, will ja nicht auf Euro gezeigt werden. Eingefroren, ein Jahr, anderthalb, wie man anderen Sachen zum Teil auch anfrieren kann. Kein Thema. Jo, die Zutatenliste schreibe ich euch in die Infobox und neu. Wie viel Gramm, wie viel Milliliter von dem Zeug für diese 10 Kilo Rouladen könnt ihr euch ja selber runterrechnen auf eure Menge, was ihr dann macht. Ja, ich hoffe, ihr habt mal wieder Spaß gehabt mit dem Video. Falls Fragen, Kommentare, jederzeit gern. Nobody's perfect. Und ich sowieso nicht nach 3 Wochen mit dem Film. Ja gut, mit dem Grill habe ich schon ein bisschen länger Ahnung, aber also, see you, Markus.